Ich habe neulich bei Twitter ein interessantes Zitat gesehen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Zitat gelautet hat, dann bleibt am besten dran. Und damit willkommen zur neuen Ausgabe von Raumplanung TV. Ich habe neulich bei Twitter ein interessantes Zitat gelesen. Das Zitat lautete, der Supermarkt trägt am Wegwerfen von Lebensmitteln nur eine Teilschuld. Das Problem sind die Kunden. Und ich fand das Zitat so kontrovers und interessant, dass ich mir gedacht habe, darüber müssen wir mal zusammen sprechen. Und ich habe mir das so vorgestellt, erst erläutere ich, was ich zu dem Zitat gedacht habe, und dann können wir unten in den Kommentaren ausführlich über das Zitat reden. Auf der einen Seite hat derjenige, der das Zitat benutzt hat, das war ja nicht der, der es getwittert hat, den ich eben eingeblendet habe, sondern das war ja zitiert. Auf der einen Seite stimmt das, was im Zitat steht. Allein aufgrund des Nachfrage-Angebotsprinzips der Wirtschaft. Wenn Nachfrage nach etwas steht, wird es auch produziert. Da die Menschen darauf aus sind, immer wieder neue Produkte zu kaufen, immer das Neueste zu haben, immer frische Lebensmittel zu haben, kaufen die Kunden automatisch mehr Produkte, als sie vielleicht letztlich essen würden. Dadurch ist die Nachfrage enorm hoch und es wird teilweise einfach auch mehr produziert, als gebraucht wird, damit auch nie von bestimmten Produkten zu wenig da ist. Daher gilt im Prinzip, solange etwas gekauft wird, wird es auch produziert. Das heißt, im Endeffekt sind wir Kunden diejenigen, die beeinflussen, was produziert wird. Wenn wir plötzlich anfangen, bestimmte Produkte nicht mehr zu kaufen, dann kommen die wieder aus dem Sortiment. Und das beobachte ich ständig. Und das ist ganz einfach erklärt, denn wenn die Nachfrage für etwas zu gering ist, wird es halt nicht gekauft. So funktioniert Wirtschaft, so funktioniert der Markt. Das war schon immer so. In dem Sinne haben wir Kunden eine enorme Macht, die wir, glaube ich, oft unterschätzen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich die Kunden in Schutz nehmen. Wahrscheinlich, weil ich selber auch ein Kunde bin. Denn ich glaube, viele Kunden sind sich hinsichtlich der Umweltschäden und der Tragweite ihres Umwelt- und Kaufverhaltens gar nicht bewusst. Ich glaube, viele Kunden wissen gar nicht, welchen Schaden das Plastik wirklich an der Umwelt hat oder wie viel Lebensmittel sie wegschmeißen. Ich meine, wer zählt auch letztlich seinen Plastik? Das machen eigentlich kaum Leute, außer halt irgendwelche Freaks. Vielleicht sogar Freaks wie ich, die genau überlegen, wie viel kaufe ich von bestimmten Produkten und wie kann ich beeinflussen, dass bestimmte Produkte eben nicht in Überzahl von mir zumindest gekauft werden. Zudem glaube ich, gibt es immer noch Leute, die den Unterschied zwischen Verfallsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum nicht so ganz kapiert haben. Wie das mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum funktioniert, habe ich neulich in einem Video schon mal erklärt. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nämlich nicht das Verfallsdatum. Dabei ist mir egal, was das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt. Deshalb schmeiße ich auch generell weniger Lebensmittel weg. Und wenn ich mal zu viel koche, dann versuche ich, die Überreste aufzubewahren oder später im Tag noch zu essen und eben nicht wegzuschmeißen. Man sollte Dinge nur dann wegschmeißen, wenn sie nicht mehr genießbar sind. Und das ist eben nicht, wenn man zu viel gekocht hat, sondern wenn das Produkt schimmelig ist oder sonst wie gammelig. Und gerade dieses Verhalten von uns Kunden ist mit ein Teil des Problems. Und dann ist natürlich wichtig, dass man beim Einkaufen überlegt, brauche ich das Produkt wirklich? Man sollte nicht einfach kaufen, weil man denkt, ich könnte das ja irgendwann mal essen, sondern wirklich immer nur das kaufen, was man in den nächsten 14 Tagen spätestens isst, denn die meisten Produkte sind ja oft nur 10 bis 14 Tage haltbar. So, es ist aber so, dass die Unternehmen genau dieses Konsumverhalten von uns Menschen ausnutzen. Die Konzerne neigen dazu, eben genau Produkte in Überzahl zu produzieren, damit jeder von uns denkt, ach was, ich kaufe das jetzt und wenn es abläuft, kaufe ich ja was Neues. Sodass man selber gar nicht mehr sein Kaufverhalten reflektiert, wenn man es ja einfach gemacht bekommt. Dabei sind meiner Meinung nach die Konzerne in der Bringschuld. Die müssen uns darüber aufklären, welche Probleme
der Kauf ihrer Produkte bietet. Welche Probleme Plastikkonsum bietet. Welche Tipps es gibt, um nicht dieselben Produkte immer und immer wieder kaufen zu müssen, obwohl man sie nur in geringen Stückzahlen dann zu sich nimmt. Also in geringeren Stückzahlen, als man sie kauft. Aber natürlich wollen die Konzerne auch sich nicht in ein schlechtes Bild drücken. Und so braucht man eigentlich einen offenen Dialog in Form von mehr Transparenz zwischen den Konzernen und uns normalen Bürgern. Da muss sich was in der Umweltpolitik und auch der gesamten Einkaufspolitik ändern. Da ist hier die umweltpolitische Aufgabe eigentlich die Intervention und Kontrolle vom Konsum und von den Produkten. Dass darauf geachtet wird, dass die Produkte, die verkauft werden, sowohl hinsichtlich ihrer eigenen Bestandteile als auch hinsichtlich der Bestandteile ihrer Verpackung umweltfreundlich sind. Und dass man gleichzeitig eben darauf achtet, dass die Produkte auch in angemessenen Mengen konsumiert werden. Dass eben nicht nur gekauft wird, gekauft wird, gekauft wird und es dann am Ende doch nicht gegessen wird. Hier müsste eigentlich die Politik einhaken oder hier müsste man eigentlich selber von sich aus mal mehr handeln und am besten Einkaufszettel machen. Gute Tipps, wie man sparsam und umweltfreundlich einkaufen kann, habe ich in diesem Kanal auch schon in anderen Videos gegeben. Soweit zu diesem interessanten Thema bzw. diesem interessanten Zitat. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Schreibt mir doch am besten mal unten in die Kommentare. Wenn euch dieser kleine Exkurs, diese besondere Art von Raumland TV, wie wir sie so, glaube ich, noch nicht hatten, gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von dieser Art habt oder auch kontroverse Zitate oder Themen habt, über die man mal hier reden kann, dann schreibt mir natürlich auch in die Kommentare. Wenn ihr keine weiteren Videos auf diesem Kanal verpassen wollt, abonniert am besten diesen Kanal. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Ich sage an dieser Stelle wie immer, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!